Liebe Zuschauer, ein Mann aus dem Leben, seines Zeichens Unternehmer, hat einen Meistertitel, ist Maler, hat einen Betrieb, der weiß, was es heißt, täglich sein Geld zu verdienen und dafür sich ein Leben leisten zu können. Wir sprechen mit Markus Mittwoch. Markus Mittwoch ist stellvertretender Landesvorsitzender des größten Landesverband Werteunion Förderverein. Darauf legt er Wert, nicht die Partei. Markus, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Peter. Ja, herzlich willkommen, liebes Publikum. Danke, dass ich hier sein darf. Markus, wir hatten ja immer Gespräche geführt mit Hans-Georg Maaßen. Diese Gespräche finden jetzt nicht mehr statt, weil viele Zuschauer haben uns geschrieben, es bringt uns nichts, diese Haltung. Wir sind gegen die Radikalinskis, wir reden mit allen und, und. Jetzt wieder in Thüringen auch ein Mitch. Wir reden auch mit den Grünen. Markus, die Leute sind es leid, das zu hören. Kannst du das nachvollziehen, das kleine, wenn die wollen klare Konturen und nicht ein Herumgeplänkel? Ich bin ja selber leid, es zu hören, wenn ich ehrlich bin. Ich sage mal, Radikalinski ist ein schöner Begriff, aber der muss ja auch irgendwo erklärt werden. Ich sage mal, du kannst natürlich, du weißt ja, die Werteunion-Partei ist aus dem Förderverein entstanden. Ja. Der Förderverein hatte zu 90% CDU-CSU-Mitglieder. Also wer da prüfen muss, ob da Radikalinskis bei sind, also bei aller Liebe, irgendwo hört der Spaß dann auf, oder? Nun sagen viele Zuschauer und auch aus dem unmittelbaren Umfeld des Vereins, sagen, es tauchen plötzlich Menschen auf, die vorher von Bord gegangen sind. Zum Beispiel ein Alexander Mitsch hat ein Radiointerview gegeben, das liegt uns vor. Und er hat 10 Tage vor Parteigründung gesagt, es ist überhaupt nicht im Ursprung des Vereins, eine Partei zu gründen. Und dann taucht er plötzlich als stellvertretender Vorstand auf, neben Maaßen. Und Maaßen hat selber gesagt, wir brauchen den linken Flügel der CDU. Zwei Dinge. Ist es eine Hinterlist und braucht ihr den linken Flügel der CDU? Nein, die Werteunion hat sich ja mal gegründet, um gegen den linken Flügel zu kämpfen. Ich halte es für absolut kontraproduktiv, den linken Flügel der CDU jetzt bei uns reinholen zu wollen. Aber die Entscheidung, die muss Hans-Georg Maaßen mit sich rechtfertigen. Ich weiß auch nicht, wer ihn dazu geraten hat. Ich kenne Alexander Mitsch schon ein bisschen länger als ihr alle. Ich war seinerzeit mit Alexander Mitsch bei Konrads Erben im sogenannten Lenkungskreis. Da hatte er mich sogar mal mit reingeholt, weil er gemerkt hat, Mensch, der Junge, der spricht Klartext, der kann auch was, der ist kreativ, den könnten wir gebrauchen. Und Alexander hat sich seinerzeit immer durch sehr viel Opportunismus ausgezeichnet. Das ist mir relativ früh klar geworden. Konrads Erben wirst du nicht mehr kennen oder wirst du nichts mehr von gehört haben, hat sich ja auch im Zuge dieser Debatten quasi selbst zerlegt. Dann ist er in der Werteunion angetreten und nicht, wie er immer behauptet, er wäre der Erfinder der Werteunion. Das ist Blödsinn. Er hat sich da einer Organisation angeschlossen, die alle konservativen Kräfte innerhalb und um die CDU damals bündeln wollten. Also im Grunde genommen war er als Vertreter von Konrads Erben damit bei. Und der Grund, warum er Vorsitzender geworden ist, der war relativ banal. Er war der Einzige, der genug Freizeit zur Verfügung hatte. Das gehört zur Markus, Wahrheit dazu. kannst du das verstehen, dass uns wirklich viele Menschen anschreiben aus den Landesverbänden des Vereins, die sagen, sie können nicht nachvollziehen, dass plötzlich Menschen sich im Vorstand befinden, die jetzt da sitzen, die vorher relativ wenig getan haben, bis gar nichts, oder die hier den Verein verlassen haben, wo der Sturm gekommen ist. Ich muss eines sagen, die Menschen nehmen Kai Achim Schönbach raus. Den nehme ich auch raus, weil das für mich ein Gesprächspartner ist, auf den konnte ich mich hier bisher verlassen. Alle anderen, die dort auftauchen, sorgen für Unruhe. Ist das ein falsches Bild? Nein, ich würde zu Kai Achim Schönbach tatsächlich noch den Albert Weiler hinzufügen. Der war zwar jetzt auch nicht groß aktiv in der Werteunion, in dem e.V., aber wenn du ihn kennenlernst, der Mann ist gelernter Handwerker, der kommt auch aus dem Leben und also du solltest mal ein Interview mit ihm machen, ein super Kerl. Ihm fehlt so ein bisschen, sage ich mal, die Angriffslust.
aber den würde ich da rausnehmen. Ich sage mal, wenn ich jetzt natürlich eine Frau Kaufhold, wenn ich ehrlich bin, kannte ich vorher nicht. Also ist auf der politischen Bühne zumindest bei mir nirgends in Erscheinung getreten. Alexander Mitsch kannte ich halt persönlich, weiß ich nicht, warum der da unbedingt rein musste. Ich denke, da hätte es auch getan, sage ich mal, als einfaches Mitglied. Aber warum der gleich in den Vorstand gekommen ist, erschließt sich mir nicht. Wie gesagt, und ja, Hans-Georg Maaßen hat sich diesen Vorstand zusammengestellt. Er wird sich was dabei gedacht haben. Und ganz ehrlich, Peter, wir beide wollen ja Ergebnisse sehen. Er wird sich am Ende messen lassen müssen, ob seine Personalentscheidungen die richtigen waren. Nun sind im September die Wahlen. Bis jetzt ist medial nicht viel davon zu sehen und zu hören. Und wenn in Chemnitz ein Auftritt ist, der entsprechend propagiert wird und dann sind 150 Leute dort und da sind 55 mit ihren plus Partner, die der Werteunion dem Förderverein angehören, dann ist es sicherlich nachdenkenswert, dass man sagt, wie viele Leute interessieren sich dafür. Lass mich auf einen Post zurückkommen. Maaßen mit Dr. Markus Krahl. In Hamburg getroffen, groß propagiert. Jetzt erleben wir, ich schätze Markus Krahl, dass er Deutsch redet. Und zwar hat er Simone Baum gratuliert zu dem Erfolg. Und übrigens, liebe Zuschauer, dieser Erfolg vor dem Arbeitsgericht in Köln ist auch zustande gekommen durch Rainer Theesen, ein langjährigen Freund von uns, unser Firmenanwalt, den wir seit 45 Jahren haben. Der hat eine hervorragende Arbeit gemacht. Die Stadt Köln hat 100-0 verloren. Die Kündigung gegen Simone Baum musste zurückgenommen werden. Wir haben ja Simone Baum schon im Interview gehabt. Markus Krahl schrieb, jetzt wird es Zeit, erstens mal ihr gratuliert, aber Frau Baum aufzunehmen. Und dann kamen wieder Plattitüden von Maaßen bzw. von seinem Team. Dann schreibt er, also Dr. Markus Krahl, dann kommt einfach in die Gänge, Freunde. Nicht weiter rumtrödeln und nicht weiter auf die Gekreine abgehalfteter CDU-Funktionäre hören, so schwer das ist. Und wir wissen, wen er mit abgehalfteter CDU-Funktionäre meint, Silvia Pantel. Ich habe sie selber kennengelernt im Berliner Kreis. Und sie hat jedes Mal, wenn wir telefoniert haben, ging es darum, dass sie gesagt hat, naja, wir machen mal was, aber ich bin ja noch in der Frauenunion und. Sind die vom Gnadenhof der CDU jetzt bei der Werteunion Partei und sind eigentlich den Fleißigen vorgesetzt worden? Ich sag mal so, ich habe es dir ja im letzten Interview gesagt, ich hatte mich ursprünglich, freue ich mich über jede Unterstützung, die von sogenannten Profis kommt. Wenn ich natürlich feststelle, und da sprichst wenn du jetzt Silvia Pantel ansprichst, wenn ich natürlich feststelle, dass Frau Pantel in die Werteunion kommt und sich aufführt, als wäre sie, sage ich mal, Angela Merkels Erbin und fängt an mit Lügen, ich muss es einfach so sagen, mit Lügen, eine der beliebtesten Personen der Werteunion, Simone Baum, draußen zu halten aus der Partei, dann muss ich sagen, schwindet meine Freude, dass Frau Pantel zu uns gestoßen ist. Ich kann verstehen, dass sie unter Angela Merkel eine gewisse Sozialisierung genossen hat. Und dass man dieses Päckchen als Berufspolitiker nicht einfach an der Tür ablegen kann. Aber wir sprechen ja immerhin noch von der Werteunion. Und die Werteunion hat sich mal aufs Tableau geschrieben, zu sagen, wir sind anders als die ganzen Kaderfunktionäre in CDU und CSU. Wir kämpfen mit offenem Visier, wir sind ehrlich, sprechen unangenehme Sachen aus, auch wenn wir dafür mal Kloppe kriegen in der Öffentlichkeit. Und wir machen diese ganzen Sauereien des politischen Geschehens nicht mit. Und wenn Frau Pantel meint, sie käme damit weiter und würde damit, sage ich mal, die Leute vom Hocker reißen, dann würde ich gerne sie hinterher an den Ergebnissen der Wahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg messen. Denn da erzählt uns Frau Pantel, sie wäre der Garant für den Erfolg dieser Wahlkämpfe. Ich sehe den nicht. Siehst du den? Ich sehe ihn bis jetzt nicht, um es so zu sagen. Wir hatten dann auch eine Veröffentlichung seitens der Werteunion Partei, Thema Fusion mit Bündnis Deutschland. Nun kennen wir Bündnis Deutschland, wir kennen Werteunion Partei. Markus, wir erleben, dass sich zwei hier Fusionsgespräche führen, die innerlich ein doch sehr hohes Maß an mangelnder Homogenität haben. Zerstrittenheit mit anderen Worten.
Wie soll das funktionieren, dass zwei zusammenpassen, die aber innerlich Machtkompetenzen in Größenordnungen haben, die eigentlich die Sachaufgaben und die Lösung vermissen lassen? Grundsätzlich halte ich es nicht für verkehrt, dass man da Gespräche führt. Es bringt ja nichts, wenn wir 300 verschiedene Splittergruppen haben und das konservative Lager splittert sich immer weiter aus. Grundsätzlich halte ich es auch nach wie vor für eine gute Idee, dass wir die Werteunion-Partei angedacht haben, dass wir das jetzt so holter die Polter umgesetzt haben, ohne vernünftigen Businessplan. Das habe ich schon mal bemängelt. Darum wird, sage ich mal, wird es für die Kollegen im Osten auch sehr schwer für die Wahl. Nun muss man natürlich sagen, ich sage mal, diesen Tweet, den du ansprichst, ich halte es natürlich als Geschäftsmann für absolut, ja, sage ich mal, unglücklich. Wenn wir beide Verhandlungen haben, geschäftliche Verhandlungen, dann gehen wir damit erst nach draußen, wenn der Vertrag unterschrieben ist, weil sonst wird es für eine Seite teuer. Für welche von beiden Seiten es jetzt teuer wird, weiß ich nicht. Ich wäre damit noch nicht rausgegangen, erst wenn es, sage ich mal, in trockenen Tüchern gewesen wäre. Das ist natürlich auch dem geschuldet, ich habe es dir ja schon mal gesagt, wir sind alles Laien. Mal abgesehen von Frau Prantl, die ja zu sehr Berufspolitikerin ist, sind wir alle Laien. Auch Hans-Georg Maaßen ist Laie. Da rutscht vielleicht in der Vorfreude mal so ein Tweet raus. Ich finde das auch alles nicht dramatisch. Das zeigt, dass wir irgendwo noch Menschen sind, dass wir unsere Fehler machen. Jetzt wird es einfach Zeit, diese Fehler abzustellen und daran zu arbeiten, dass es besser wird. Ob das jetzt der große Wurf ist mit Bündnis Deutschland, auch das wird sich erst zeigen. Wie gesagt, für die ostdeutschen Wahlen halte ich das Ziel, ich habe es von Anfang an sehr ambitioniert gesehen, da jetzt anzutreten. Du kannst nicht in 3 Monaten eine Partei gründen und hoffen, dass du da zack, bumm, gleich mitregierst. Das wird schwierig für die ostdeutschen Kollegen. Das ist sicherlich zu unterstreichen. Nun haben viele Menschen Hoffnung gehegt und haben gesagt, denen der Schritt zu groß ist zur AfD, die haben eine Alternative. Aber es sind viele Menschen enttäuscht und auch Äußerungen wie, hey, wir haben es hier vom Maaßen-Team. Eine fähigere Politikerin ist kaum zu finden und wir können uns glücklich schätzen, eine Frau Pantel in unseren Kreisen zu haben. Viele Menschen schreiben uns, hier erkennen wir eine gewisse Resistenz und eine Kritikunfähigkeit. Wir erleben das selber, wie Markus Gral hier in dieser Form da hart in der Argumentation angegangen wird. Wir erleben das selber mit einem gewissen Nico Röhrl. Ich weiß nicht, in welchem Bereich der bei der Werteunion-Partei unterwegs ist. Der sagt, ich soll lieber mit meinem Hund spazieren gehen und den Mund halten. Das sind natürlich Äußerungen, die schaffen nicht gerade Sympathien. Und lieber Markus, ich kann nur eines sagen, wir sind sehr zurückhaltend mit unserer Berichterstattung. Wenn wir alles berichten würden, was publikationsfähig ist, dann würden manche Leute sagen, naja, ob ich denen noch Vertrauen schenke. Aber verstehst du die Menschen, die dann irgendwo sagen, wir sind enttäuscht und wir wollen Lösungen für dieses Land? Wir haben Angst, was die innere Sicherheit, die äußere Sicherheit angeht, was die wirtschaftliche Lage angeht und dieses Rumlabberieren. Wir reden mit allen. Markus, das will doch keiner mehr hören. Nein, ich verstehe auch ehrlich gesagt Hans-Georg Maaßen nicht, dass er da, sage ich mal, gewisse Assistentinnen frei twittern lässt. Gerade wenn es um einen Markus Krall geht, du weißt, die Spannungen zwischen Markus Krall und Hans-Georg Maaßen waren ja da. Man hat versucht, sich wieder anzunähern. Dann muss ich als Chef sagen, Moment, der Mann ist mir wichtig, da antworte ich selber drauf. Ihr haltet bitte die Finger still. Und ihr twittert da nichts rein. Dass natürlich ein Team versucht, es jedem recht zu machen und auch einer Frau Pantel recht zu machen, das ist, denke ich, da dem geschuldet, dass es einfach im Grunde genommen nur untergeordnete, ich glaube sogar bezahlte Angestellte sind, die da rumtwittern. Und ja, es wäre klüger gewesen, ich habe es selber unter meinem Pseudonym nachgedacht, habe ich es angemerkt, es wäre klüger gewesen, man hätte. Hans-Georg Maaßen hätte sich selber die Zeit genommen und hätte darauf geantwortet. Es muss ja nicht im Minutentakt geantwortet werden. Wenn er es halt erst später gelesen hat, dann hätte er später antworten sollen. Aber das
Ich sage mal, eine Person wie Markus Krall sollte dann schon Chefsache sein. Und dass dann irgendein Hinterwäldler, den Namen, den du gerade genannt hast, habe ich noch nie gehört. Das heißt, das wird irgendein Neuling sein. Das Medium Hallo Meinung oder dich als Moderator angeht. Wobei wir alle wissen, dass du uns als Werteunion immer eine Bühne gegeben hast, immer ein offenes Wort, auch wenn wir mal Streit miteinander hatten. Du hast Hans-Georg Maaßen regelmäßig eine Bühne gegeben. Kai-Achim Schönbach, ich sag mal, du stehst uns ja nicht feindlich gegenüber. Und da halte ich das einfach für unpassend. Ich habe den Leuten gesagt, ihr müsst dem Mann auch einfach mal Danke sagen. Es geht darum, dass wir eine Politikwende erreichen. Und wenn wir erleben, dass hier Eitelkeiten und persönliche Intrigen im Vordergrund stehen, wie wir es leider erleben, Markus, wir erleben es ja, dann sagen wir, dann wird es der Sache nicht gerecht. Ihr habt einen Vertrauensvorschuss von den Menschen. Und lieber Markus, du bist Inhaber eines Unternehmens. Verantwortlich zeichnest du am Ende des Tages. Das heißt also, wenn Mitarbeiter irgendetwas machen, dann muss der Chef irgendwann mal kommen und das über Monate hinweg und sagen, das läuft jetzt über meinen Schreibtisch. Aber hast du das Gefühl, dass das bei der Werteunion-Partei so läuft, dass Hans-Georg Maaßen noch alle Fäden in der Hand hat? Ich sage mal so, wir arbeiten dran. Kurz vor diesem Interview habe ich ihn darüber informiert, dass ich dieses Interview habe. Er hat mich gebeten, milde mit der Partei zu sein. Ich hoffe, das bin ich auch einigermaßen. Ich bin dem ganzen Projekt ja noch wohlwollend gegenüber und ich habe ihm das tatsächlich genauso auf den Zettel geschrieben und habe gesagt, Hans-Georg Maaßen, am Ende sind Sie der Chef und Sie stellen, treffen die Personalentscheidungen. Ich gehe davon aus, dass er das langsam aber sicher verinnerlicht. Ja, es bleibt zu wünschen, aber verehrte Zuschauer, aber im Sinne vom Positiven, Markus Mittwoch ist ein Mann, der sich immer Interviews stellt, der sachlich bleibt und alles im Sinne dessen, dass wir Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Markus, ich denke, das ist eine dringende Notwendigkeit. Du siehst, was um uns herum passiert. Du siehst die innenpolitische, außenpolitische, du siehst die Sicherheit, du siehst die Bildung, Gesundheitssystem, du siehst, wie der Kleinbetriebe, wie der Mittelstand leidet. Ich denke, dem ist nichts hinzuzufügen. Nein, ich sag mal, wir müssen definitiv langsam mal diese ganzen persönlichen Grabenkämpfe weglassen. Ich sag mal, wie sollen wir denn eine Politikwende schaffen, wenn wir es nicht mal hinbekommen, Förderverein und Partei in Einklang zu bringen? Das ist jetzt meines Erachtens die wichtigste Aufgabe, die die Werteunion hat. Natürlich werden meine ostdeutschen Freunde jetzt sagen, Markus, wir haben Wahlen, wir haben Wahlen, wir haben Wahlen, aber wenn wir realistisch sind und als Unternehmer muss ich ja eine realistische Kalkulation vornehmen, dann wird es sehr, sehr schwer, da Punkte zu machen. Es ist auch nicht verkehrt, sage ich mal, wenn man mal auf die Nase fällt. Das ist dir als Unternehmer mit Sicherheit auch öfter so gegangen. Jeder von uns hat mal was versemmelt und dann klopft man sich den Schmutz von der Jacke und spuckt in die Hände und fängt wieder an. Das zeichnet das deutsche Unternehmertum aus. Und ich halte die Werteunion e.V. wie die Partei für ein Projekt, sage ich mal, was von Unternehmern getragen wird. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn wir die ostdeutschen Wahlen jetzt versemmeln. Und vielleicht schaffen wir es dann, uns so zu organisieren, dass wir zumindest das, was du eben zwischendurch mal angesprochen hast, diese Schnittstelle zwischen den Konservativen aus der CDU und der AfD irgendwann im Bundestagswahlkampf abzubilden. Ich denke, das ist unsere Aufgabe als Werteunion. Das habe ich als Verein schon immer so gesehen. Wir sind der Brückenbauer. Du kannst dich noch erinnern, wie du auf mich geschimpft hast. Warum verlässt du die CDU nicht? Da habe ich gesagt, ja, aber mit wem soll die AfD dann reden außer CDU? Ich bin ja wenigstens noch bereit, mit denen zu reden. Ich war im Landtag mit Martin Vincent und hier im Zoom mit Martin Vincent und habe da keinerlei Probleme mit. Markus, die größten Schnittmengen, Werteunion, Partei und AfD, kann man das so sagen? Obwohl jeder hat sein eigenes Profil, aber die größten Schnittmengen? Definitiv ja. Also ich sag mal, wenn ich was anderes sagen würde, dann würde ich lügen. Markus, letzte Frage. Du sprachst vorhin davon, dass bei den Posts immer Menschen das machen, wo Hans-Georg Maaßen nicht Bescheid weiß. Nun gibt es ja im Vorstand eine Dame, wir haben darüber gesprochen, Silvia Kaufholz. Sie sitzt mit im Vorstand. Sie hat also Folgendes zu Markus Krall geschrieben. Nochmal, Sie verfügen nicht über die richtigen Informationen. Das betrifft euch. In keinem Bundesland wurde so schnell und großzügig aufgenommen,
gerade aus dem Verein wie in NRW, großzügig aufgenommen. Sie sollten dankbar sein. Stimmt es, dass so großzügig Mitglieder gerade aus NRW aufgenommen wurden und sie sollten im Grunde genommen dankbar sein, dass das der Fall ist? Das klingt doch für viele, wenn Markus, diese Posts werden veröffentlicht und viele sagen, das ist doch arrogant und frech, wenn sowas geschrieben wird. Die Leute, die in NRW, dem größten Landesverband, die Arbeit leisten, die sollen dankbar sein, dass sie in die Partei aufgenommen werden. Umgekehrt sollte es eigentlich sein. Frau Kaufhold sollte froh sein, als ehemalige FDP-Funktionärin überhaupt in der Werteunion aufgenommen worden zu sein. Was die Aufnahme der Mitglieder angeht, ganz ehrlich, Peter, da bin ich momentan so ein bisschen im Dunkeln. Ich meine, die letzte Zahl, die ich gehört habe, war um die 200. Dass um die 200 Vereins, Neumitglieder in die Partei gekommen sind. Nur hat natürlich der Verein Werteunion e.V., der Landesverband NRW, über 1000 Mitglieder. Also großzügig musst du mir jetzt erklären, 200 von über 1000. Hinkt noch ein bisschen, denke ich mal. Aber darum geht es auch gar nicht. Ich denke, es geht hier nur um eine einzige Person. Und jetzt nennen wir es doch mal beim Namen. Es geht darum, dass Frau Silvia Pantel Angst hat, dass Simone Baum bei einem Parteitag Angst hat, dass Simone Baum eventuell mehr Stimmen als sie bekommt. Anders ist das Verhalten und die Zurückhaltung nicht zu erklären, dass man eine Simone Baum, ohne die Hans-Georg Maaßen nicht mal Mitglied der Werteunion wäre, nicht in die Partei aufgenommen wird. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hört bei mir der Spaß auf und dann ist mir auch egal, ob die Frau mal zwei Legislaturperioden im Bundestag rumgedödelt hat unter Frau Merkel, dann muss ich sagen, dann brauchen wir solche Leute nicht. Dann sollte sie sich vielleicht ein anderes Hobby suchen. Sie hat ja mal selber gesagt, sie braucht das nicht, sie macht das nur aus Gottes Gnade. Ganz ehrlich, wir verzichten auf diese Gnade. Wer mit solchen Methoden bei uns arbeitet, wissentlich Falschbehauptungen aufstellt, so nach dem Motto, Simone Baum würde die Partei schlecht machen. Hast du Simone Baum jemals irgendwo in einem Interview gehört, dass sie die Partei schlecht gemacht hat? Bis jetzt nicht. Und das sind Aspekte, da Glatte ist Lüge. einfach. Man muss es einfach so nennen, es ist eine glatte Lüge. Was fällt Ja. dieser Frau ein, sowas zu behaupten? Das ist einfach so, wenn Maaßen hier keine Führungsstrukturen zeigt, wer das Zepter in der Hand hat, wird leider hier eine Veränderung auch von den Seiten aus, Werteunion-Partei, keinen Erfolg haben. Ja, liebe Zuschauer, ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Bedanke mich für unseren Studiogast, bei unserem Studiogast Markus Mittwoch und sage danke für die offenen Worte. Bitte, Peter.